Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch, wie ihr eine schicke, stabile und vor allem funktionale Hülle für euren Notizblock oder euren Planer basteln könnt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Von den letzten Videos kennt ihr ja meinen Notizblock in DIN A5, den ich für mein Bullet Journal nutze. Gerade wenn ihr den Block oft mit euch rumtragt, sind die Ecken schnell abgenutzt. Falls ihr beispielsweise den Planer von Semifilm habt, sind auch beispielsweise die Reiter schnell abgeknickt. Deshalb habe ich mir eine Schutzhülle dafür überlegt, die gleichzeitig die Stifte beinhaltet, die ich unter der Woche für das Bullet Journal brauche. Als erstes braucht ihr die Maße eures Notizbuches, um mit ein wenig Zugabe eure Hülle zu gestalten. Am Material verwende ich ein bisschen Graupappe für als Basis, dann schwarzes Kraftpapier und ich habe noch Reste des Designpapiers von Geometric Mono von meinem letzten Projekt, was ich hier gerne wiederverwende. Alle Produkte verlinke ich euch natürlich nochmal in der Infobox. Da mein Notizbuch wie gesagt DIN A5 groß ist und ca. 2 cm dick, habe ich mich für die aufgezeichneten Maße als Grundlage entschieden und sie aus Graupappe zugeschnitten. Ihr seht schon, das ist ein bisschen größer als das Notizbuch, aber es lässt auch nicht zu viel Platz. Die Graupappe umwandle ich nun mit schwarzem Kraftpapier. Zuerst befestige ich dafür die Stücke auf einem großen Kraftpapier, das hat 30x30 cm. Später klebe ich dann auf der Rückseite noch ein kleineres in DIN A4 an, um das Ganze abzuschließen. Ihr könnt natürlich nur DIN A4 benutzen, nur 30x30. Ich habe einfach noch von beidem Kraftpapier hier, deshalb habe ich beides genutzt. An den Kanten benutze ich starkes doppelseitiges Klebeband und auf den Flächen Tombow für einen besseren Halt, der über die ganze Seite geht. Die Seiten könnt ihr dann auf 2 cm runterkürzen, falzt sie an den Kanten mit einem Falzbein und knickt sie um. Befestigt das Ganze mit doppelseitigem Klebeband oder wenn ihr lieber mit Flüssigkleber arbeitet, dann am besten mit Tombow. Falzt dann ebenfalls die Kanten links und rechts vom Rücken und knickt den Umschlag schon mal in seine typische Form. Auf der Rückseite bringe ich dann wie gesagt noch ein Stück Kraftpapier DIN A4 auf die gleiche Art und Weise an. Damit ist die Außenseite bis auf die Dekoration auch schon fertig. Für die rechte Innenseite falze ich zuerst eine Tasche, in die später das Notizbuch gesteckt wird. Da ich dieses nicht fest befestige, kann ich es später auch gegen ein anderes einfach austauschen, ohne dass ich die Hülle komplett wegwerfen muss, wenn das Notizbuch voll ist. Damit der Notizblock nicht an den Klebelaschen von der Tasche hängen bleibt, bringe ich zuerst den Hintergrund in der Tasche an, das heißt die Klebelaschen klebe ich hinter den Hintergrund. Später wird das dann noch auf das Grundgerüst geklebt. Der Hintergrund reicht leider von der Länge her nicht, um das komplette Grundgerüst abzudecken. Deshalb nehme ich für den Rest nochmal ein weiteres Stück Kraftpapier in DIN A4, welches dann an der rechten Seite in der Tasche verschwindet. Auch wenn es ein bisschen umständlich ist, so ist die Reihenfolge wichtig, sodass das obere Papier links ist und die Kante sozusagen nach rechts runter geht. Ansonsten würde sich der Notizblock beim Reinschieben in die Tasche verkanten mit der Kante, die zwischen diesen beiden Hintergrundpapieren existiert. Für die linke Seite habe ich noch eine Tasche für die Stifte vorbereitet. Die Tasche ist so hoch wie die Stifte und 2 bis 3 cm länger als diese. Dann kommt noch eine Lasche dazu und bevor ich die beiden Teile zusammenklebe, dekoriere ich die hintere Seite noch mit Designpapier, um das nachher nicht noch umständlich irgendwie reinschieben zu müssen. Danach falze ich das vordere Teil und klebe es wieder an die Rückseite, dass die Klebelasche hinter dem Rückenstück verschwindet.
Wenn das Ganze dann dekoriert ist, klebt ihr einfach noch die Stiftetasche auf die Seite. Die Lasche könnt ihr mit der langen Seite eines Falzbeins ein bisschen biegen, dass das schöner aussieht. Und dann setze ich noch den Notizblock ein. Und da das gelbe Cover wirklich schrecklich aussieht, habe ich dafür noch ein Deckblatt vorbereitet. Natürlich in dem gleichen Designpapier wie die Hülle. Das klebe ich einfach darüber. Ich habe das einen ganz kleinen Ticken schief geklebt. Deshalb habe ich dann die überstehenden Ränder einfach abgeschnitten. Das fällt nicht weiter auf. Natürlich könnt ihr die Hülle und auch das Deckblatt weiter dekorieren. Ich persönlich bin da eher minimalistisch. Ich finde das so einfach toll und deshalb bleibt es auch so. Meine Schutzhülle ist nun fertig und ich finde, mein Bullet Journal sieht gleich viel hochwertiger aus und ist vor allem auch geschützter, wenn ich es mit mir mittrage. Außerdem muss ich nicht mehr ständig die Stifte suchen und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst mir gerne ein Abo da und ich hoffe, wir sehen uns gleich wieder bei dem nächsten Video. Bis dahin, tschüss!